Moin Moin ihr Lieben, wir sind wieder in Rising World unterwegs und heute komplett mit dem Xa. Moin. Und der Danu. Hi. Ja, ich muss ja mal anmerken, der Sand hier ist echt ganz schön hart im Sound, ne? Ja, der Sand hat's in sich. Also, ja. Also einmal Metall habe ich uns schon ausgewechselt, ja. Wir haben schon 24 Metall. Yay. Aber wir brauchen noch Steine. Für einen weiteren Schmiedeofen und wir brauchen Holz. Das heißt, ich gehe jetzt das Holz abbauen, was ich da schon gesetzt habe. Steine hätte ich da. Reichlich. Na gut, dann hilft mir halt Holz abbauen. Ich brauche schon mal so einen Schmiedeofen. Ja, aber kannst du ihn doch noch nicht aufstellen, weil da gehört er daneben dann, das oder? Ist mir schon klar. Aber wobei, bauen kannst du ihn schon. Noch drin? In der Säge müsste die sein. Und nachdem wir Holzblöcke haben, brauchen wir ja Holz zum Herstellen für die Blöcke. Und wenn das Metall durch ist, kannst du das nächste reinlegen. Geländerkisten. Sicher, dass es in der Säge war? Nein. Gut. Kann auch in der anderen sein. Beziehungsweise wird es wahrscheinlich dort sein, wenn du das in der Säge nicht findest. Und Xar schaut sich mal. Also, wir haben Xar schon das Wasserloch gezeigt, damit er weiß, wohin er gehen kann, wenn er Durst hat. So, den Schmelzofen hätte ich schon mal. Soll ich auch schon mal einen Amboss bauen, wenn ich schon dabei bin? Ja, kannst bauen. Was fehlen uns für die anderen noch? Da fehlen uns dann überall irgendwelche Eisenteile, oder? Ja. Okay, ja. Dann schauen wir mal, dass wir den Boden weiterbauen. Herstellen. Und der Xar kundet das Loch. Oh, was wird denn reingucken und Stein sammeln? Ja, klar. Vielleicht findest du ja noch Metalle. Kommt doch an die Blind der Anubis an. Es war Anubis. Oh, jetzt ist er ruhig. Hört ihr das? Da kommt kein Wort mehr. Ich bin wieder da. Ja, Bibi. Meine Kinder sind gerade irgendwie wieder gekommen, das wurde laut, da musste ich mal kurz das Mikrofon muten. Siehst du, Xavi, wir hätten weiter lästern können. Ja, Mist. Was machst du da? Bäume setzen. Achso. Damit die wieder wachsen können. Sollen doch jetzt länger brauchen. Also werde ich das immer gleich machen, zumindest bis wir gewisse Holzanzahl mal haben. Gut. Du kannst aber die großen Bäume mitfällen kommen. Weil ich brauche ja für die Böden Holz. Soll ich die Palme hier auch wegholzen? Ja, aber die geben immer so wenig Samen. Ich lasse nur die Blumen, die lasse ich noch in der Wiese, weil die können wir dann holen, wenn wir es irgendwann vielleicht brauchen. Übrigens, Xa, es gibt auch Kirschen jetzt. Kirschbäume. Oh, Kirschen. Mhm. Ja, wir haben auch, glaube ich, schon in der Kiste Kirschen. Ich weiß gar nicht, wie die da hingekommen sind. Also ich habe aus der Palme jetzt eben gerade 2 Setzlinge gekriegt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Cool. Na, vielleicht haben sie es verändert. Aber vor dem Update war es, du hast ziemlich wenig Setzlinge aus Palmen rausgekriegt. Sie haben das ja immer wieder anpasst. Es ist möglich, dass da wieder anpasst haben. Sie sind ja da fleißig am Rumprobieren, aber es gehört ja dazu. So, wie viel haben wir denn schon Holz? Ja, damit können wir schon ein bisschen was machen. Setzlinge pflanzen wir gleich wieder an. Ich krieg doch tatsächlich Hunger. Das ist ja schlimm. Was essen wir denn? Essen wir einen Apfel. Njam, njam, njam. Und die Melone teilen wir. Das klingt so. Okay. Legen wir Melonenteile da rein. Und die restlichen Äpfel auch. Ah, es wird doch. Oh, da sind ja auch noch was zum Einsetzen an Bäumen. Unter anderem Kirsche. Oh, Moment. Ne, die Kirsche wollte ich noch nicht einpflanzen, aber die Weide kann man natürlich einpflanzen.
So. So, und dann brauchen wir wieder diese Holzblöcke. Mal schauen, ob ich die wiederfinde. Ich habe die natürlich nicht gespeichert. Kannst du auch gucken. Da sind noch Holzblöcke drin. Stimmt, da war was. Blockmaterial 97. So. So, nein, nicht da. Ja. Dann. Was denn? Nix. Nummer 97. Da haben wir's. Hau die jetzt in meine Favoriten. Achso. Ich wollte sie in meine Favoriten hauen. 97. Favoriten. So. So. Da ein hin. Hm? Da ein hin. Da. Ah, du setzt wieder an. Ja, sonst kriege ich ja wieder mit Mutti Danu Ärger, dass ich keine angesetzt habe. Mit Mutti Danu? Also ich meine, Mutti, ja, aber unsere, nicht deine. Unsere Server-Mami. Achso. Server-Mami. Xa, Hilfe. Er dreht jetzt, glaube ich, ganz durch. Nicht mehr als sonst auch. Ja, ich fürchte auch. Hallo Ziege. Das Einzige, was halt wirklich schade ist, am Strand, ich glaube zumindest, dass wir da wieder nicht haken können, weil es sonst Erde wird. Ich meine, das müssen wir ausprobieren. Aber ich fürchte, da müssen wir aufpassen. Welchen Block war das? Welcher Block war das? 97. Das ist Holz, aber nicht Holz, die zweite Holzkategorie. Holzplanken. Genau. Mhm. Und Xar hören uns immer die nächsten Tage jetzt. Wie viele willst du denn? Ich könnte 144 herstellen. Mal 30 oder 40 oder so. Und die dann in die Kiste rüberlegen. Ja, ich grab hier gerade fleißig Erz raus von der geplünderten Höhle, wo ein Anubis drin war. Ich war nicht in jedem Gang drin. So ist es ja nicht. Hat es mich aber irgendwie so angehört. Ja, Xavier, wir haben ja nur genau eine Folge gemacht. Wir haben nicht gesagt, dann warten, bis du da bist. Ah, so. Mhm. Wir wollten doch hier nicht schon großartig bauen ohne dich. Das geht ja mal gar nicht. Wir haben gesagt, die Werkbank ist ja okay, weil da können wir dann gleich loslegen. Mhm. Ja, das, was ich da gerade baue, wird dann mehr oder weniger die Werkstätte irgendwie. Wollen wir zwei oder drei Schmelzöfen, was glaubt ihr? Nur zwei lang, glaube ich, oder? Ja, wenn man die regelmäßig befüllt, soll das, glaube ich, reichen. Und das geht ja auch relativ schnell. Ich meine, du hast vorhin was reingetan, das bleibt schon wieder fertig, ne? Nein. Doch. Echt? Hast du einen Schmiedeofen bei dir drinnen oder hast du ihn in die Kiste gelegt? Den habe ich bei mir drin. Kannst du mal schauen, ob sich der schon ausgeht von der Breite her? Kann ich gleich machen. Okay, ja, bei mir wird das Metall noch nicht als fertig anzeigt. Ich habe es schon rausgenommen. Ja, ich sehe es, aber bei mir wird es noch als nicht geschmolzen anzeigt. Ah, ist der Bug immer noch nicht fertig. Wollte ich gerade sagen. Jo, geht. Dann setz hin. Gucken, dass er nicht hinten übersteht. Ja, das wäre gut. Notfalls setz ihn von hinten. Komm hoch da und... So habe ich nicht den anderen dann auch gesetzt. Zeitlich kann ich ja notfalls noch was dran setzen, wenn es nicht passt. Sehr gut. Dann kannst du ihn auch gleich voll machen. Ja, ich werde mich jetzt mit Eisenschmelzen beschäftigen. Und ich würde sagen, da. So, dann haben wir da ein bisschen Platz. Da. Eisen.
Ne, war doch so. Kannst du mal den Schmied Amboss reintun? Jo. Dankeschön. Ja, du vom Thema her passt du genau daher. Warum steht er auf dem Boden? Weil er am Boden steht? Ja, da muss man sich ja so tief bücken. Ja und? Bist du 80? Oh, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kohle hat immer noch keine Funktion, oder? Noch nicht, nein. Nein. Ich fürchte auch nicht, dass das kommt, bevor die Physik vom Wasser da ist. Aber das werden wir sehen. Was denn? Nix. Ich hab nur aus Versehen wieder ein Stück Eisen da rausgenommen aus dem... Ach so. Das ist ja nicht so schlimm. So, wie ist es mit Werkzeug? Soll ich Werkzeug herstellen? Deswegen habe ich dir gerade den Dings hergestellt. Im Idealfall erstmal von allem ein Stück, würde ich sagen. Also eine Hake, eine Sense und die legen wir dann erstmal in die Kiste. So, dann haben wir hier praktisch die Werkstatt. Soll ich das vergrößern und da auch die anderen Werktische hin tun oder machen wir einen eigenen Raum mit den Werkbänken? Was? Wie? Wo? Wer ist tot? Oh Mann. Er hört mir wieder keiner zu. Nein, ich höre den nicht. Also erstmal Sichelblatt. Mhm. Einmal. Ich brauche bitte vor allem ein Schwert. Nein. Komisch. Vorschlaghammer auch? Ja, ne? Ja, den wird der Xar wahrscheinlich bald in der Höhle brauchen, wie ich ihn kenne. Hackenblatt auch? Ja. Ja. Also Hacke eigentlich brauchen wir, egal. Doch, für Bitte anlegen. Achso, Hake, ja, ja, ja. Hacke, nicht Arke. Jetzt brauche ich Holzstückchen. Ich habe da gerade Holz reingelegt, was ich habe. War hier, glaube ich. Eine Sicht. Stock brauche ich dafür. Ja. Xar, nicht runterfallen, ja? Nee, nee, ich habe hier gerade nur einen Canyon gefunden, der an der Oberfläche verläuft. Okay. Und da hat zwar nur eine kleine Kante, also ist ein bisschen tiefer als in der Höhle, wo ich gerade bin. Mhm. Ich wollte gerade so über die Kante gucken und dann kritzt mich ein Tiger an. Mhm. Also, nein, da gehe ich jetzt nicht runter. Kann ich verstehen, ja? Wie viele Stöcker man dafür braucht? Wieder? Die Stöcker, die werden hier recht. Ja, aber du kriegst ja einige, wenn du das herstellst. Auf der Nummer 5 können wir wieder anpflanzen. Halt das wieder hin. Sense. Sichel. Bla. Hammer. Hallo Ziege. Sehr gut. Dann borge ich mal gleich mal das da aus. No. Das gebe ich mal rein. Das dann nehme ich mir mal eben und das dann nehme ich mir mal eben. So. Da haben wir jetzt unser Wäldchen. So, was soll ich denn jetzt machen?
mir sagen, ob wir jetzt einen zweiten Raum machen für die anderen Werktische oder ob wir alles in den einen Raum geben? Kann man auch der Xar sagen? Können Sie mal beides sagen? Wollt ihr ein oder zwei Werkstätten? Eigentlich reicht ja eine, oder? Kann man machen, ja. Wisst ihr was? Ich gehe auf Obstbaumsuche. Okay. Damit wir Obstbäume pflanzen können. Mhm. Ja, ich bereite da schon mal ein bisschen was vor und flach das da noch ein. Du kannst gerne, Sunny kannst gerade nicht. Ich habe die Sense ja gerade. Weil ich gehofft hatte, dass ich da auch was finde, aber irgendwie da ist nichts. Also wenn du die Sense mitnehmen willst, komm noch mal her, dann gebe ich sie mit. Nö, ich brauche gerade keine Sense. Ich will jetzt erstmal Obstbäume niedermachen. Er will Obstbäume niedermachen. Gib's zu, du willst nur Kirschbäume suchen. Würde ich mal drauf tippen, ja. Mag Kirschbäume. Mhm. Ja, ich habe welche bei mir im Garten stehen, aber hier. Beziehungsweise einen. Das reicht eh meistens, oder? Und einen Apfelbaum habe ich auch. Mhm. Ja gut, dann kannst du es ja wunderbar mit Kompott und ähnlichem versorgen. Ich habe Kinder, woran denkst du? Meinst du nicht, dass ganz schnell weg ist, das Zeug? Wo du, was ich mich so erinnere, wirft ja schon einen Baum nicht gerade wenig ab. Braucht ja, das echt aber das alles? Aber, ja, du, das wird entweder wird's gegessen, entweder die hängen im Baum und muffeln das alles weg. Mhm. Oder ich mache daraus Likör. Hm. Achso, okay, ja. Mhm. Gold! Was? Was? Hab Gold gefunden. Oh Mann. Du hast echt schon Gold? Ja. Metalldetektor. Juhu! Hab ich das gerade laut gesagt? Mhm. Ja, da greift man ein bisschen Eisen weg und dahinter glänzt einem gerade mal das Gold an. So, wer von den Herren drückt jetzt den Befehl für es wird hell? Ich mach schon. Erzählt habe ich euch ja beiden, wie es geht. Bob. Ah, er hat's geschafft. Ja, ja, ich kann das. Bin ja schon groß. Was ist ein wie denn vorkommen? Vor allen Dingen in der Tiefe. Du bist ja noch nicht so tief, oder? Doch, die Höhle geht ziemlich tief runter. Ja, aber trotzdem, das geht ja nicht bis sonst wohin. Ich würde sagen, Xar hat da noch mehr gefunden als wir. Weiß ich, wie, ich mein sein muss für Gold. Ne, vereinzelt gibt's das ja überall, glaube ich. So. Ich glaube, das reicht einmal. Ich übertreib's eh schon wieder. Oh Mann. Ich hab nichts gesagt. Legen wir das Werkzeug lieber mal ganz schnell wieder weg. Sonst schaut es da bald sehr gleichmäßig aus. So. I5, genau. Jetzt müssen wir eine schöne Höhe suchen. Boah, ich finde, das ist doch okay so. Ja, ja doch. Ich glaube, da können wir ein schönes Feld anlegen. Muss ja jetzt am Anfang. Ganz mit den Setzlingen haben sie es aber auch noch nicht gefixt, ne? Warum? Ich habe jetzt schon zwei Zitronenbäume umgeholzt, aber war kein Setzling dabei. Okay. Naja, es sind ja. Also, ich glaube, da haben sie ja Setzlinge reduziert, weil es teilweise einfach zu viele waren. Ja, aber null. Naja, such weiter. Wir haben ja ein paar Zitronenbäume da in der Umgebung. Nicht nur zwei. Ja, ich laufe hier auch. Ja. Kirschbaum setzen, den habe ich schon. Sehr gut. Tomaten sind ja auch überall zu finden. Mhm. Edeltröd.
Nele drückt. Er meint einen Elefanten. Oh. Also klar, und du sollst es nicht mehr so viel schwebende Dinge über Höhleneingängen finden. Na, Schweinchen. Fällt dir schon eine Verabredung? Ja, es schaut so aus, gell? Darf ich dich zum Essen einladen? Anubis, ich hab dir was gesagt zum Thema Fleisch. In der letzten Folge. Ich kann mich nicht erinnern. Ja. Grunz, Grunz? Ja? Jemand in der Nähe? Nö. So. Jetzt können wir die auch reinlegen. Das auch. Und jetzt brauche ich das hier. Dumm, die dumm, dumm, dumm. So, und dann. Genau. So, wenn du zurückkommst, findest du schon ein Beet vor dafür. Für was? Für Obst, Gemüse. Ist aber nur mal ein erstes Feld, damit wir mal was für einen Anfang haben. Nichts Besonderes. Okay. Was Besonderes darfst du dir dann wieder einfallen lassen. Ich bin wieder der Beetmann, ja? Na natürlich, du bist der Gartenfachmann. Ich glaube, das reicht für einen Anfang, oder? Ja. Okay. Na, nur damit wir es platzmäßig mal so in etwa wenigstens eine Vorstellung haben. Also. Gut, dann haben wir gesagt, wir wollen hier. Davon nehme ich mal noch ein paar. Oh Mann. Was denn? Läufst nach unten. Hast eine Kreuzung nach rechts und links, die beide mehr oder weniger senkrecht nach unten verlaufen. Läufst das Ganze weiter, hast das nochmal und nochmal und nochmal und jedes Mal geht's tiefer runter und du hast jedes Mal zwei Wege, für die du dich entscheiden musst. Okay. Solange du noch weißt, wie du zurückkommst. Ja, das dürfte spannend werden. Baxa mache ich mir da ehrlich gesagt keine Sorgen. Dir findet auf jeden Fall wieder zurück. Oh Mann, ich habe schon wieder Durst. Ja, der Durst ist eindeutig erhöht. Hallo Ziege. Was warst du? Hallo Huhn. Also Äpfelsetzlinge habe ich jetzt genug. Da, ein Huhn. Und solange es Anubis nicht findet, darfst du auch weiterleben im Gras. Und Anubis, ich will auch weiterhin Tiere bei mir in der Umgebung sehen. Aha, okay, kann man keine Schweinesamen sammeln, die anpflanzen? Nein. Man kann zwar Schweine spawnen lassen, aber ich werde ihm nicht verraten, wie. Wobei, so ein Schweinestall wäre doch schon eine feine Sache. Ja, ja, hat aber erst dann einen Sinn, wenn sich Tiere an, Gegebenheiten halten. Das tun sie ja noch nicht. Ach so. Ach klar, jetzt finde ich was und jetzt habe ich die Sense nicht mit. Es ist so klar. Was ist denn das da? Ach so, ein Baum, der irgendwie nicht fertig abgeholzt worden ist. Ups, mache ich das? Also ich komme jetzt erstmal zurück. Mhm. Bin ja mal gespannt, ob dir das Feld reicht oder ob du schon ein größeres brauchst, das ich dir da angelegt habe. Mm-hmm.
Bum-di-dum. Okay, einen Teil des Metalls kann ich rausnehmen, das sehe ich, dass er fertig ist. Bei dem Teil, den ich vorher schon nicht gesehen habe, kann ich jetzt auch nichts tun. Also der Bug ist definitiv nicht raus. Wobei, schauen wir mal, ob ich es rausnehmen kann, aber ich glaube nicht, oder? Ja doch, ich kann es rausnehmen, aber bei mir ist scheinbar noch drinnen. So. Oh, bitte, wir haben einen Stack Eisen. Huhu. Und siehst du das Feld? Ja, tue ich. Alles gut. Gut, dann kannst du dich ja da austoben. Wir haben schon lange nichts von Xark gehört, oder? Der ist unterirdisch tätig. Der ist lost in der Höhle, gell? Genau, bin am Buddel. Ja, ja. Aber soll ich da wirklich die Bäume draufsetzen auf das, was du da gemacht hast? Die Obstbäume? Ja, ich denke am Anfang schon mal, oder? Wir müssen die ja eh noch vermehren. Oder würdest du das nicht vermehren? Doch, das heißt, da müssen wir es eh noch ein paar Mal umhauen und von daher können wir es ruhig da machen. Ja, dann mache ich das. Das ist ja gleich hin. Mhm. Ich meine, wenn das dann mal voll ist oder wenn du dann was baut hast, kann man es ja umsetzen. War nur für einen Anfang. Also Kirsche habe ich jetzt 5. Okay, na immerhin. Und Apfel habe ich auch 5. Damit kann man was anfangen, denke ich. Also die brauchen wir nicht groß vermehren, finde ich. Naja, 5 ist aber jetzt auch nicht, ist nicht viel. Naja, nun komm, du kriegst aus einem Apfelbaum kriegst du schon ordentlich was raus. Ja, klar. Ja gut, ich pflanze dich erstmal hin. Gut. So, dann überlegen wir uns mal. Wir haben ein relativ helles Holz. Moment, drehen wir uns mal so, dass wir das sehen. Da dazu soll es passen. Ja. Ja, es wird wieder das, glaube ich. Ja. Wollt ihr euch eigentlich ein Zelt bauen oder wollt ihr euch dann gleich ein Bett bauen? Da ein Hubel sich so fleißig die Schafe aussieht, könnte man ja eigentlich auch ein Bett bauen. Eine böswillige Unterstellung, dass ich irgendwelche Schafe ausziehe. Ja. Schau mal bitte in unsere Kiste, da ist der Beweis dafür, dass du Schafe ausziehst, ja? Also stellen Sie sich mal nicht so an, Herr Anubis, ja? Was? Moment. Ja, was? Da steht kein Name dran, ja? Also bitte, das ist immer noch kein Beweis. Es ist zwar Wolle drin, ja, aber wie willst du jetzt beweisen, dass ich daran schuld bin? Ja? Anhand deines letzten Videos? Da ist nichts zu sehen. Doch. Erinnerst du dich nicht mehr dran? Nein, definitiv nicht. Mhm. Da merkt es, er leidet schon an Amnesie. So. Bäume. So, und jetzt gehe ich Obst suchen. Ja, nimm da aber die Sense mit, gell? Nein, tue ich nicht. 29 Minuten. Ich würde sagen, wir beenden das mal erstmal hier. Püh. Wer hat sich das Zivil schon wieder aufhören? Was sagst du dazu, Xa? Ja, ich würde sagen, es klingt schon irgendwie danach, als sollte man mal aufhören. Ach, na gut. Es ist fürchterlich hier. Also dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir wieder beim Rising zocken sind. Ich war da, nu? Ja. Ja, vielleicht. Jo. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Oh.